Hallo zurück zu Let's Fail Minecraft. Ja, also so kommt es mir zumindest manchmal vor, wenn ich hier durch die Gegend gimpe. Aber so ist das. Aber schaut mal hier, unser Not Enough Items funktioniert wieder. Ein Traum, ne? Ja. Was machen wir? Wieder ein bisschen Blut spenden. Schlage ich vor. Das können wir ab und zu mal machen. Damit wir hier auch immer genug drin haben. Ja, ich habe in einem Kommentar gelesen, oh, warum habe ich überhaupt so einen Blattaltar gebaut? Es erschließt sich noch nicht jedem, was man damit machen kann. Also mit diesem Blutaltar kann man Verzauberungen auf seine Waffen machen, auf seine Rüstung. Also man kann noch andere Rüstungen machen, man kann viel mehr Tränke herstellen, die öfter wirken, länger wirken, stärker wirken. Man kann generelle Verzauberungen auch heraufbeschwören, also Rituale kann man vollziehen. Ja, also schon eine ganze Menge. Aber das dauert natürlich, bis man da soweit ist. Aber jetzt sollen wir uns da erstmal auch noch nicht drum kümmern. Oh ne, das ist der falsche. Das kommt dann erst später. Wir laden den jetzt immer nur ein bisschen auf. Der ist ja jetzt auf Tier 2 und wir brauchen dafür auch einen Emerald noch, damit wir unseren Blood Orb hier auf Stufe 2 bringen können. Das brauchen wir ja dann auch. Und dann, ich hatte euch ja gezeigt, dass es da diverse Runen gibt und die Runen brauchen dann auch zumindest schon mal einen Tier 3 und dafür, ach, man braucht immer so viel Material. Tja, aber jetzt unser Applied Analytics System hat Prio 1 und Prio 2 direkt danach sollte sein, dass wir unsere Lebensmittelversorgung herstellen können. Warte mal, also wir haben doch in der letzten Folge angefangen, dass wir uns hier die Dinger hingesetzt haben. Und warte mal, wir brauchten Certus Quarz, Pure Certus Quarz. Ich glaube, die brauchen wir. Eins, zwei, drei davon. Drei davon. Und drei davon. Oder auch nicht. Certus Quarz, Pure Certus Quarz. Oder war das geladener Certus Quarz, den wir dafür brauchten? Auch möglich. Dann schauen wir mal. Ich will mir diese Fluix-Kristalle will ich mir machen. So. Drei Stück brauchen wir zumindest. Denn einen haben wir ja noch. Und dann können wir uns die Speicherzelle können wir uns dann machen. Na? Na! Ah! Ist kaputt. Tolles Ding. Ja, spitze, ehrlich, ganz spitze. Komm, tun wir das mal kurz beiseite. Viermal den Wooden Crank. Den haben wir auf jeden Fall eins. In Reserve. So, aber jetzt haben wir ja erstmal hier unten auch so ein paar davon schon gemacht. Oder wir hatten ja noch vier Stück. Dann machen wir noch den einen.
Das ist doch nicht richtig hier. Der kann doch nicht kaputt gehen, wenn ich den einmal benutze. Ha. Aber jetzt haben wir da 8 trotzdem. Sehr komisch. Also, Charge, Zartus, Quarz. 1, 2, 3. Dann nehmen wir den Redstone. Dreimal. Und wir nehmen den Netherquarz. Dreimal. Ja, genau. Ach, guck mal, die werden ja auch doppelt hergestellt. Ich vergaß. Aber okay, dann haben wir jetzt definitiv genug. Ach, das ist auch ein purer von dem. Okay, so, diese vier, die knallen wir da rein und dann können die zu Staub verarbeitet werden. Und wenn wir das haben, dann haben wir auch schon das nächste Teil gesichert. Und dann können wir uns die Speicherzellen herstellen. So. Also wir brauchten das, wir brauchten das und der Staub dann hierhin. Genau, eine Energy Cell. Die haben wir jetzt. Diese Energy Cell kommt hierhin und das laden wir dann mal mit Charcoal auf. Und haben wir noch den Ranch hier? Ne, haben wir nicht. Gut, aber jetzt haben wir hier das ME Drive. Wir haben das und das. Dann bauen wir uns die Speicherzelle. Da 1K ME Storage Cell 4 ME. Also 1000 Byte, 4000 Byte, 16.000 Byte. Ja, wir können uns ja erstmal einige hiervon herstellen. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen Eisen, wir brauchen Redstone, wir brauchen Quarzglas und wir brauchen das. Dafür brauchen wir Logic-Prozessoren und für diese Logic-Prozessoren brauchen wir eine Inscriber Logic Press. Inscriber Logic Press haben wir nicht. So ein Scheiß. Dann wollen wir. Tja, dann können wir das noch nicht bauen. Wie sieht's denn aus mit dem ME-Interface? Oder wir bauen uns hier direkt diesen Crafting Terminal. Ein ME Terminal. Ja, einen Calculation Prozessor und der Crafting Table. So, da brauchen wir die Calculation. Okay, ja, gut, das hatten wir ja. Das sollte in Ordnung sein. Hier brauchen wir auch den Logic. Das haben wir wieder nicht. Also, auch hier haben wir jetzt keine Wahl. Wir müssen uns den Kompass schnappen und wieder auf die Suche gehen nach einem weiteren Meteoriten, um diese Logic Press zu bekommen. Oh, guck mal, hier habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Sind alle despawned? So ein Scheiß. Na gut, du wächst. Oh, das war die falsche. Das ist ja ärgerlich. Wir haben aber gar nicht mehr so viele Gummi-Setzlinge. Ich glaube gar keinen mehr. Nur der, der da jetzt gerade wächst. Oh. So, du kannst hier wieder wachsen. Du kannst da wachsen. Machen wir doch mal unsere Taschen leer.
Weißt du was? Haben wir nicht hier irgendwie mal genug Holz irgendwo? Da haben wir noch ein bisschen Pine Wood. Da haben wir noch zwei Kisten. Und dann legen wir alles hier rein, was wir jetzt derzeit nicht gebrauchen können. Das nehmen wir mit. Okay, dann ist das hier, aber die Fackel, die kommt natürlich mit. Okay. So, warte mal, wie viel Holz haben wir denn hier? 52. So, der Kompass, wo habe ich denn den reingeschmissen? Da. Da ist er, da Rubber, hier ist noch ein bisschen Kohle. Rubber Wood, Hellbark Wood, Jungle Wood. Oh, es ist schon wieder Nacht. Also, wir laufen in die andere Richtung, also Richtung Südosten würde ich vorschlagen, und wir suchen einen. Oh. Wir suchen einen Meteoriten Pinewood. Dreiundfünfzig reicht nicht. Irgendwer verbrennt doch hier. Ach da, okay, verbrennt nicht, aber geht da trotzdem kaputt. So, also wir laufen hier runter und gucken mal, ob wir hier einen Meteoriten finden. So, wir ignorieren jetzt mal, dass er sagt, bitte lauf da lang, denn da waren wir ja schon. Ja, hoffen wir es mal, dass wir was finden und dann die. Was brauchen wir? Die Calculation Press, ne? Quicksand. Ob wir unterwegs vielleicht noch was anderes Schönes finden? Man weiß es nicht. Oh, da ist ein Meteorit angezeigt. Gar nicht so weit weg. Also, ich musste gar nicht so weit laufen, das meine ich damit. Hier ist überall hardened Sand. Oh, wir könnten mal was essen. Verdammter Mist, wir haben nichts zu essen dabei. Ach, hier nur so ein hässliches Essen. Dann suchen wir uns vielleicht in dem Dörfchen da vorne ein bisschen Weizen, machen uns ein paar Brote. Und dann haben wir auch wieder was zu essen. Wenn es denn hier was zu essen gibt. Es wirkt aber nicht so. Nein. Scheint, als gäbe es hier nichts. Okay, so, wir sind angekommen und schauen mal. Wir haben in hier, wir haben hier nicht. Also hier, da nicht. Dann lasst uns mal zu dieser Ecke hier gehen. Also hier drüben. Da nicht. Da nicht. Also nur in diesen beiden Chunks. Nein, hier in den vieren. Nein, hier nicht. Also hier. Hier. Und hier? Und da nicht? Das war sehr seltsam. Wir graben trotzdem hier runter.
und hoffen, dass sie hier was finden. Oh, komm, lass uns doch mal da reinspringen. So. Also der müsste ja dann eigentlich hier in den dreien sein. Da ist auch mal die Frage, wie tief der sitzt, ne? Da ist er. So, deswegen auch nicht hier drüben, weil das hört tatsächlich hier an der Grenze auf. Tja, hier scheinen wir die Mitte zu haben. So, hier ist die Mitte, dann können wir uns hier runtergraben. Der wird ja wohl immer relativ mittig sein. Der Schatz. Aber nicht mit dieser Kacke-Axt. Spitzhacke. Ja, wenn ich denn jetzt dann irgendwann mal besseres Werkzeug habe aus dem Nether, dann läuft das auch alles. Ich werde die auch dann upgraden. Mach dann noch Diamanten rein für höheres Mining-Level. Vielleicht, wenn ich es dann halt brauche. Das weiß ich noch nicht. Mining Speed ist auf jeden Fall auch wichtig, weil man sieht ja hier an der normalen, das ist ja, dauert ja ewig lange. Okay. So, dieser Sky Stone, wenn wir den haben, den sollten wir auch mal mitnehmen, denn der ist später auch entscheidend. Je mehr, desto besser. Umso schöner wird die Welt um mich herum. Tja, wo ist denn jetzt dieses doofe Ding? Noch einen tiefer? Ich weiß es nicht. Man sieht hier auch immer so wenig. Und dann überhaupt mal abwarten, was wir denn für eine Presse bekommen. Ob es die ist, die wir brauchen. Hallo? Haben wir gleich hier den ganzen Meteoriten abgebaut? Okay, ich habe gesagt, je mehr Skystone, desto besser, aber das war jetzt auch nicht so unbedingt wörtlich gemeint, dass wir das jetzt alles mitnehmen müssen. Ja, also das ist auch in Ordnung, wenn ich jetzt die Kiste finden würde. Tja, ne, will er nicht. Der will mir die Kiste nicht geben. Das ist doch die Mitte, oder? Hör doch auf. Suchen wir mal hier. Ich habe gedacht, die wäre immer relativ zentral. Tja, man lässt sich ja gerne eines Besseren belehren. Das ist ja schön. Mein Essen schwindet dahin. Ja, ich habe hier bald nichts mehr, um mich zu retten. Aber ich finde diese blöde Kiste nicht. So, die letzten 5 Minuten, die wir haben, werden wir wahrscheinlich hier unten verbringen. Dann ist das so. Och, das ist ehrlich echt blöd. Graben wir den Stein, auf dem wir stehen, mal ab. Das ist auch die Frage, wie groß so ein Meteorit ist. Also wie viele Felder geht das überhaupt runter?
Das sehen wir ja gleich zumindest, wenn wir dann raus sind. Oder vielleicht hat auch nicht jeder so eine Kiste. Doch, ich meine schon. Alles ganz klar ist das hier, um mich zu ärgern. Ganz klare Sache. Ja, ich höre Höhlensounds. Das sind super. Eine klasse Hilfe, die ihr mir hier gebt. Ich brauche keine Höhlensounds. Ich will Kistensounds. Also wehe, wenn jetzt hier nicht die letzte Presse drin ist, die ich brauche, ne? Ohne Scheiß. Dann gibt's echt Ärger. So, da. Wir haben eine Inscriber Calculation Press. Wir haben eine Engineering Press und eine Logic Press. Yay! Wir haben alles, was wir brauchen. Ach, ein Traum. So, wo geht's wieder raus hier? Gut. Da geht's nach Hause. Im Schneckentempo, denn wir können nicht mehr rennen. Wir haben nichts zu essen. Das sind ja tolle Geräusche hier. So, aber nun haben wir. Wirklich alles, was wir brauchen, glaube ich. Inklusive eines Chunk-Fehlers. Ich weiß immer nicht, wie man das beheben kann. Ich vergesse das jedes Mal, ne? Hier schöne Höhlen und da kann man mal schön runtergucken, was es hier so gibt. Alles, ja, ist ja toll aufgebaut. Spitze, nur es hilft mir nicht. Ja, blöde Chunkfehler. Ja, jedes Mal, wie gesagt, vergesse ich diese Tastenkombination, um das zu beheben. Aber schummeln wir und teleportieren uns nach Hause. Dann nehmen wir auch mal das Brot wieder, denn das haben wir so schmerzlich vermisst. Ja, das war. Im Prinzip die Folge heute. Wir haben alles gefunden, was wir finden wollten. Und nun können wir uns den anderen Dingen des Lebens zuwenden. Wehe wenn. Wehe wenn. Ah, meine Güte, ich habe da immer ein bisschen Angst, ne, wenn die da so vor mir herlaufen. Jut. Hammer dat. Also dann werden wir uns in der nächsten Folge hoffentlich dann alles hier gemacht haben. So, meine Energy Cell scheint voll zu sein. Inscriber Logic Press. Sehr gut. Und hier legen wir das auch wieder da rein. Gehört ja thematisch dazu. Dann war es das jetzt im Prinzip. Und dann können wir dann diese Calculation Press machen mit einem Pure Certus. Pure Nether, Pure Certus, Quarz, Kristall. Wie viele brauchten wir davon? Ein, zwei. Inscriber Logic Press. Mal schauen. Nein, Calculation Press. Aber die Calculation Press, die hatten wir doch. Ah, für das andere bestimmt. Inscriber Calculation Press und das. So, dann haben wir einen Calculation Circuit.
Dann brauchen wir Silikon und Redstone. Wieder mal. Also printed Silikon und Redstone. Das legen wir auch noch schnell da rein. Und wir haben unseren Calculation-Prozessor. Wir können das machen und ein ME-Terminal. ME-Terminal brauchen wir den Logic-Prozessor, ein Logic Press und einen Goldbarren. Logic Press und einen Goldbarren. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Also dann macht's gut, bis dahin, tschüss.